Bereits zum 12. Mal wurde am 18. Mai der Journalisten-Nachwuchspreis in der Industrie- und Handelskammer Magdeburg vergeben. Ausgelobt wurde er von der IHK und vom Deutschen Journalistenverband Sachsen-Anhalt. Auch in diesem Jahr erfolgte die Preisübergabe anlässlich des traditionellen Medienabends der IHK. Kammerpräsident Klaus Olbricht eröffnete den Abend mit der Feststellung, dass wir in einer Zeit leben, in der manche Menschen alles im Netz für echte Nachrichten halten. Aber wer prüft das? Wer hinterfragt es? Facebook? Twitter? Die Bundesregierung? Diesen Job sollten Leute übernehmen, die ihr Handwerk verstehen. Und genau deshalb sind wir heute Abend hier alle zusammengekommen, um diese Menschen zu ehren, unseren Journalistennachwuchs. Die Jury hatte über Beiträge zu entscheiden, die von teils aufwendiger journalistischer Recherche geprägt waren, gepaart mit neuen Sichten und Erzähltechniken. Die Wahl erfolgte unter 8 Print-, 3 Hörfunk-, einem Fernseh- und 2 Online-Beiträgen. Aber nun zum Höhepunkt des Abends, zur Preisverleihung. Der dritte Preis ging an Jessica Brautsch für ihre Multimedia-Reportage Glaubenssache bei MDR Sputnik. Mit dem zweiten Preis geehrt wurde Elisabeth Kraft für ihren Multimedia-Beitrag »Ich bin hier nur zu Gast« in der Mitteldeutschen Zeitung. Da Frau Kraft zurzeit in Israel weilt, wurde der Preis stellvertretend entgegengenommen. Der Journalistennachwuchspreis Sachsen-Anhalt 2016 der Industrie- und Handelskammer Magdeburg und des Deutschen Journalistenverbandes Sachsen-Anhalt geht an Lisa Kettwig für ihre Multimedia-Reportage Leistungsdruck bei MDR Sputnik. Also letztlich habe ich mir überlegt, das Thema möchte ich gerne machen, das mich selbst beschäftigt. Druck, Leistungsdruck ist eh immer so ein Thema, mit dem ich mich selbst sehr auseinandersetzen muss und dachte dann, warum nicht? Und gerade auch bei uns Jungen, Ende, Mitte 20-Jährigen ist das, glaube ich, wirklich ein wichtiges Thema. Und habe dann ganz von außen angefangen, habe wirklich mit ganz vielen Leuten gesprochen, habe dann versucht, über Leute an Personen heranzukommen und habe dann, und das ist, glaube ich, auch das, was so ein Projekt dann auch auszeichnet, wirklich mir die Zeit genommen, mich mit den Leuten 3-4 Mal zu treffen, ohne alles, ohne Mikro, ohne VJ-Kamera und einfach mit denen so ein Verhältnis aufzubauen, dass man dann letztlich auch mit denen dieses Vertrauen oder auf diese Vertrauensebene kommen konnte. Auch an dieser Stelle gehen an alle Geehrte herzliche Glückwünsche.